Es gibt bald 3 neue Waffen in Realm Royale. Was die können und weitere Sachen erfahrt ihr hier bei mir. Derzeit live auf dem PTS werden die neuen Waffen schon getestet. Das ist der Testserver. Auf den Testserver kommt ihr einfach über die Shop-Seite von Realm Royale. Da könnt ihr das dann installieren, falls ihr da auch Lust drauf habt. Jeder kann das auch weiterhin kostenlos nutzen, zusätzlich zum normalen Spiel. Im normalen Spiel ist das jetzt noch nicht live, aber das wird es wahrscheinlich sehr bald sein. Die wichtigsten Neuerungen zuerst. Wir haben 3 neue Waffen. Und zwar das Feuersturmgewehr. Das ist eine Vollautomatik. Automatische Hitscan-Waffe, das Donnerschuss-Karabinergewehr, auch das ist eine Hitscan-Waffe, die halbautomatisch ist. Dann haben wir noch den Drachenbiss-Karabiner, das ist auch eine Hitscan-Waffe mit dreischüssiger Salve, das heißt immer so Feuerstöße. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was sind überhaupt Hitscan-Waffen? Hitscan-Waffen sind solche Waffen, bei denen ihr schießt und der Schuss ist einfach sofort auf dem Ziel. Das heißt, ihr zielt auf den Kopf eines Gegners, drückt ab und ihr habt es nicht, wie ihr es sonst aus Realm Royale kennt, dass das Projektil erstmal zu eurem Gegner fliegen muss. Verdeutlichen könnte man das am besten beispielsweise an einem Bogen oder einem Feuerball des Magiers, der halt erstmal dahin fliegen muss, sondern das Projektil ist sofort da. Sofort Schaden. Was bedeutet das für uns? Erstens ist es viel leichter zu treffen, weil wir nicht voraussagen müssen, wo der Gegner innerhalb der nächsten 0,5 bis 1,5 Sekunden sein wird, sondern wir können einfach drauf losschießen. Dort, wo er ist, wird er auch getroffen. Das macht die Waffen natürlich extrem viel stärker als andere, bei denen wir das einschätzen müssen. Und deswegen werden diese Waffen weniger Schaden verursachen, aber ihr trefft halt öfter, was dann eben in Summe ungefähr gleich sein soll. Projektilwaffen, also Waffen wie zum Beispiel der Bogen, die belohnen vor allem erfahrene Spieler. Hitscan-Waffen, die belohnen natürlich vor allem neue Spieler oder eigentlich jeden, der einfach gut zielen kann. Und wenn es dann eben die beste Waffe ist, die er gerade benutzt und die Hitscan auch noch ist, dann würde ich mal sagen GG. Die 3 neuen Waffen sind generell auch extrem stark. Derzeit noch sogar Tier 1, würde ich sagen. Das heißt, die besten Waffen nach den Klassenwaffen, die sind immer noch extrem gut und alles andere kommt danach. Das Besondere ist jetzt nicht nur, dass es diese 3 neue Waffen gibt, sondern es wurde auch noch die Armbrust ein bisschen verbessert, das Projektil. Die Shotgun ist jetzt ein bisschen zielgenauer und der Schadensverlust auf Distanz ist ein bisschen überarbeitet worden. Das heißt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen geringer und die Giftpistole ist jetzt eine Hitscan-Waffe. Ihr habt auch jetzt einen höheren Schaden mit der Giftpistole und seid ein bisschen schneller in der Feuerrate, aber ihr schießt ungenauer. Das heißt, ihr trefft jetzt mit der Giftpistole sofort, macht mehr Schaden, aber seid etwas weniger präzise. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt herausstellt in der aktuellen Meta, denn die Giftpistole war vorher wirklich einfach nur Schrott. Und jetzt könnte es sein, dass es das ein bisschen besser macht. Auch der Revolver ist jetzt eine Hitscan-Waffe. Nach der Erhöhung des Grundschadens vom Revolver vielleicht eine ganz coole Sache, weil ihr damit dann eben eventuell sogar snipen könntet, je nachdem, wie ihr euch das so vorstellt. Das waren erstmal die Änderungen an den Waffen. Die 3 neuen Waffen sind ein ultra geiles Highlight für mich. Ich würde gerne mal von euch in den Kommentaren wissen, ob ihr da Bock drauf habt oder eher nicht so. Weiterhin gibt es dann noch Änderungen an den Klassen. Und zwar der Ingenieur wurde verändert. Die Bombe macht jetzt keinen Eigenschaden mehr. Das heißt, die Feuerbombe. Ihr habt die manchmal auf den Boden geworfen, seid selber da durchgegangen und hat euch selbst quasi getötet. Sehr ekelhaft gewesen. Und das Geschütz wurde jetzt verändert. Es macht mehr Schaden auf einer höheren Stufe. Beim Magier gab es jetzt auch noch ein paar Veränderungen. Der Steinspeer wurde genervt, Schaden reduziert und der Feuerball wurde auch ein bisschen genervt, denn das Projektil ist jetzt kleiner, das heißt der Feuerball an sich ist kleiner und die Abklingzeit ist höher. Aber das Ganze ist schon live sogar mit dem Feuerball jetzt. Der Assassine wurde ein bisschen verbessert. Das Scharfschützengewehr hat jetzt schnellere Projektile und das schafft vielleicht auch so ein bisschen den Ausgleich zu den Hitscan-Waffen. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall erstmal nur noch die Hitscan-Waffen spielen, damit ich da richtig reinkomme und mir ein Bild davon machen kann. Auch der Langbogen wurde ein bisschen verbessert und ich würde gerne mal euer Feedback dazu wissen, was ihr davon haltet. Ich finde, das sind sehr gute Neuerungen. Hitscan-Waffen haben dem Spiel vielleicht ein bisschen gefehlt, denn teilweise über eine sehr große Distanz war es wirklich fast unmöglich, den Gegner zu treffen, je nachdem, welche Waffe man hatte, weil das Projektil einfach so langsam ist und der Gegner nur hin und her laufen muss. Das könnte jetzt Abhilfe schaffen, aber vielleicht auch die Meta komplett umkrempeln, dass man dann nur noch mit den neuen Gewehren spielt und nichts anderes mehr anrührt. Auch das wäre natürlich schade. Dementsprechend müssen die Projektile Waffen immer mehr Schaden verursachen als die Hitscan-Waffen, aber ich bin gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video zu Realm Royale. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnard.